Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben mal wieder einen wunderschönen neuen Mod mitgebracht, die Düngerherstellung oder Düngeproduktion. Das Ganze können wir befeuern mit unserem Mist oder Gülle oder Gerestetes und daraus wird dann unser Dünger. Ja, so sieht es dann aus. Aus dem Dünger können wir dann natürlich dann auch ein bisschen was zur Saatgutproduktion geben. Die haben wir dann hier rechts noch daneben stehen. Ihr seht, von den Gebäuden tut sich da nicht viel. Es ändert sich halt immer so ein bisschen. Ist ja auch vollkommen okay. Wir sind ja auch schon froh, dass wir so schöne Sachen jetzt hier mittlerweile schon reinbekommen. Ja, zu den anderen Sachen, da gibt es auch noch ein paar Updates. Da würde ich sagen, gucken wir kurz mal rein ins Ganze. Mischfutterherstellung hat ein kleines Update bekommen. Silageherstellung hat ein Update bekommen. Saatgutherstellung hat auch ein Update bekommen. Das findet ihr natürlich alles bei ModHoster auf der Seite. Ja, die Dateien sind auch relativ kleiner geworden. Wir hatten ja am Anfang 85,4 MB. Da sind auch bei den ein oder anderen Versionen, die schon abgedatet worden sind, jetzt bedeutend kleiner. Wir sind jetzt hier bei 11,6 MB und teilweise bei 7,8 MB. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, gerade auch für den Multiplayer-Betrieb und Server-Betrieb. Ja, ich würde sagen, wir gucken hier auf der Rückseite mal kurz hin. Ist in dem Sinne wieder wie vorher auch Mist rein und dann kriegt man Dünger raus. Das Ganze kann man dann hier dementsprechend einlagern und abholen. Und wenn man dann halt zu viel hat, kann man es auch vorne wieder reinkippen. Das ist das lagermäßig dann natürlich auch so. 500.000 Liter Mist können wir einlagern zur Produktion und dann halt dementsprechend dann Gülle oder Gerestete auch. Und ja, können das dann halt immer mit und mit nachproduzieren lassen, so wie wir es rausnehmen. Und dann passt das eigentlich schon relativ gut. Ja, ich würde sagen, wir vergrößern den Platz dann hier mal so ein bisschen. Was jetzt natürlich noch so fehlt, was ich jetzt noch nicht groß nachgesucht habe, ist dann halt vielleicht den einen oder anderen Verkauf noch, wo wir jetzt Saatgut verkaufen können, genauso wie Mischrationen verkaufen können oder halt auch Dünger verkaufen können. Das könnt ihr mir mal unten reinschreiben, wenn ihr sowas schon mal gefunden habt. Das wäre ganz interessant. Das wird den einen oder anderen auch ein bisschen interessieren. Und ja, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Und in diesem Sinne sind wir dann für heute auch wieder raus. Macht's gut. Reingehauen.